waren. Oh, nu hebben we iemand gevonden die, waar Siri ook mee luistert. Geen enkel probleem, we hebben geen enkel geheim. Dus ook namens de regionale bureaus voor toerisme in Gelderland-Overijssel, allemaal hartelijk welkom. Ik denk dat Steffi onze Duitse collega's even welkom geeft. En dan gaan we heel snel het woord geven aan Christine, denk ik. Genau, schnell von mir auch nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt hier tapfer dabei bleiben und die zweite Session auch noch verfolgen. Wir freuen uns auf den Impulsvortrag von Christine und ich würde sagen, los geht's. Danke euch beiden, hartlich Dank. Ja, schönen guten Morgen. Wer mich vielleicht noch nicht kennt, mein Name ist Christine Honig. Ich bin Beraterin bei Tourismus Zukunft, Beratungsunternehmen, habe auch aktuell mit der Euregio einiges mit dem Relaunch der Website zu tun. En ik heb gedurende een tijdje geleden ook gedurende 10 jaar voor het Nederlands Bureau voor Toerisme gewerkt. Vandaar ook al contact gehad met het hele grensoverschrijdend verhaal in Nederland, Duitsland. En ik ben heel blij dat ik hier vandaag iets over mag vertellen. Over het hele verhaal van corona. Wat is er gebeurd? Wat is er anders? Es wird also jetzt gleich gehen um das ganze Thema Veränderung im grenzüberschreitenden Tourismus durch Corona. Also was ist anders? Was wird bleiben? Was ist vielleicht auch gut, dass es sich ändert? Ja, es gibt ja nicht nur negative Entwicklung gerade, sondern auch das eine oder andere positive. In alter Rat, gerade natürlich auch in den Niederlanden, über Veränderungen in der grenzüberschreitenden Tourismus als Reform von Corona. Als wir wollen weten, van wat zijn er veranderingen? Ups, daar was ik dus nou. Als we willen weten wat veranderingen zijn, moeten we eerst natuurlijk een kijkje terugnemen. Van hoe was eigenlijk het hele verhaal van reizen tussen Nederland en Duitsland voor corona? Also lasst ons mal einen Blick zurückschauen, wieso das ganze Thema grensüberschreitender Tourismus eigentlich vor Corona so aussah. Und da sieht man, dass die Deutschen in den Niederlanden haben so ziemlich alle Formen von Unterkünften gebucht. Sehr, sehr stark aber auch so dieses Ferienhäuser, Bungalowparks. Ja, das ist schon was sehr Spezielles für uns Deutsche in den Niederlanden auch. Natürlich sind sehr, sehr viele an die Küste gefahren. Ja, es ist einfach die nächste Küste für die 18 Millionen Einwohner in Nordrhein-Westfalen. Aber in den letzten Jahren sind auch sehr, sehr viele mehr Besucher im grünen Niederlande gewesen, also direkt hinter der Grenze auch deutlich mehr Besucher. Und was machen wir Deutschen in den Niederlanden? Natürlich Radfahren, weil es bei euch so gut geht. Ja, die Wege sind glatt gerade und der Verkehr, also auch die Autofahrer nehmen Rücksicht auf uns Radfahrer. Also wir mögen Radfahren bei euch. Und was natürlich auch im Grenzgebiet eine ganz große Rolle spielt, der ganze Tagesausflugsverkehr. Mit Shopping, mit natürlich Tagesausflügen im Sinne von natürlich irgendwas zu essen, irgendwas zu trinken vor Ort, aber auch Attraktionen oder Museen. Kijken wir naar die andere Kant, was du Niederlanders in Deutschland, das auch hier, Niederlanders overnachten auch in Hotels, Vakanziewohningen, maar heel, heel sterk speelt het hele kamperplaatsenverhaal in rol voor Nederlanders in Duitsland. Het is wel een beetje cliché ook wat daarachter zit, maar ook als je naar cijfers kijkt, de helft van alle buitenlandse gasten op kamperplaatsen in Duitsland zijn Nederlanders. Dus het is niet alleen maar een cliché, het is ook waarheid. Wat jullie in Nederland niet zo sterk hebben, zijn lage bergketens. Dus jullie komen daar ook heel vaak naar Duitsland naartoe om hier te gaan wandelen. Dus je ziet al, het is een beetje vergelijkbaar wat wij bij jullie doen en jullie bij ons in Duitsland. In ieder geval gaan we alle beide heel graag naar buiten, heel graag outdoor. En ook als we naar het grensgebied, naar het dagjes uitkijken, speelt natuurlijk het hele shopping-winkelen-verhaal in rol. Maar ook gewoon attracties bezoeken, bezienswaardigheden. En uiteraard ook het culinaire verhaal. Dus dat maar zo'n beetje cijfertjes en wat doen we eigenlijk allemaal. Dus wat je ziet, dat eigenlijk dit grensoverschrijdende verhaal heeft heel veel te doen met gemakkelijk en dichtbij. Also man kan das Ganze sehr pragmatisch sehen. Das andere Land ist einfach sehr nah und sehr einfach erreichbar. Ja, wir setzen uns ins Auto und ruckzuck sind wir über der Grenze in einem anderen Land. Und da sehen wir, es ist bei euch anders und doch vertraut.
Ja, die Kultur ist relativ gleich. Also wir sind jetzt nicht auf einmal asiatisch, europäisch, afrikanisch oder so, sondern die Grundkultur ist gleich. Aber es gibt doch sehr viele Unterschiede. Ja, die kleine Versrille mag er halt eigentlich auch weit, dass wir echt Vakanzi-Refuhl kreieren, ja, halt Beuteland-Refuhl. Also dieses Auslandsurlaubsgefühl, das ist ja das, was aktuell auch so ein bisschen fehlt in dem ganzen Lockdown, den wir alle momentan so sind. Also die Niederlande anders und doch vertraut. Wer da mehr wissen will, am Mittwoch gibt es da auch um 16 Uhr noch eine Session zu den kleinen Kulturunterschieden von Anouk Ellen Süsern, ob Wunstag um 16 Uhr. Das soll dann noch Eid sein. Das, was der Alltag ist zwischen Niederland und Deutschland in das Grenzgebiet, ist sehr viel von Vertrauen. Ja? Und es ist gewohnt moi, es ist gewohnt lök. Ja? Das Vakanzi, Grenzobers Rhein-Verhaal, es ist gewohnt sehr gut. Also wir genießen es einfach, gegenseitig über die Grenze zu fahren und da diese andere Kultur, diese andere Landschaft etc. auch mit zu erleben. Das war jetzt vor Corona. Also hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie das bei euch in den Niederlanden ist, hören wir in dem letzten Jahr sehr, sehr oft diesen Satz, und dann kam Corona. Ja? Und dann kam Corona und alles war anders. Was ist eher verändert? Ja, Grenze war es lote. Het was gewohnt nicht mehr möglich, um echt nett über die Grenze zu gehen. Also was über diese ganze Europäische Union normal für uns geworden ist, ja, dass keine Grenzen mehr wirklich existierten, auf einmal weg. Es war nicht mehr möglich, einfach über die Grenze zu fahren. Es war verboten. Touristische Übernachtungen sind verboten, in Deutschland aktuell auch noch. Das je mochte wohl nicht mehr übernachten. Und selbst wenn wir über Tagesreisen reden, die ja im grenzüberschreitenden Verkehr eine ganz, ganz große Rolle spielen, Gastronomie ist geschlossen, man kann nur Takeaway holen, Attraktionen sind geschlossen. Ich habe nicht gesehen, dass Bürgers so aktuell noch Okres Lote ist. In Deutschland aktuell mach hier na diverse Attraktions ran. Das ist okay, verschrillend. Mal her fehlt es gewohnt nicht möglich, um zu tun. Ja, und dann kommt ja noch dabei, das hele Thema Quarantäne. Möchte ich in Quarantäne gehen für 10 Tage, nur für einen Tagesausflug in die Niederlande? Das ist natürlich auch großes Abwägen, wie viel nimmt man da auf sich. Nicht so einfach. Mal was wir well sehen ist, dass der ein herrot Behufte an Reise bestaat. Das Demenze wille Reise. Wir sind alle gerade sehr, sehr stark zu Hause in unserem eigenen Wohnort und wir wollen natürlich alle raus. Wir wollen wieder was anderes sehen. Wir wollen uns bewegen. Und das hat man auch in dem letzten Jahr gesehen. Und wenn wir uns mal so schauen, was Niederlande, Deutschland, wie das so aussieht, dann hilft MBTC auch gesagt, dass er noch altheit Deutsches die meist belangreiche Durchrub sein, um nach Niederland zu kommen, vor in Vakanzi. Gewoon, was sagen sie, in Bürland, gemakkelijk, dichtbei. Ja, also dieses Nachbarland hat es sehr einfach gemacht, dennoch mit den ganzen Rahmenbedingungen von Corona, dass Deutsche in die Niederlanden gefahren sind. Und ja, ein bisschen Statistik, wenn wir schauen, wie die Zahlen so aussehen, dann natürlich sind alles weniger Gäste gekommen, aber Deutschland sind noch so, die het min, das weniger ist weniger stark. Het seien ja mal so die Hälfte ungefähr, die ja minder ist gekommen, aber vor die anderen Länder sieht es noch heel eher friseliger alt. Das wäre ungefähr die Hälfte noch Arbeit an Reisiges. Das natürlich Länder von deutlich weiter weg, USA, Kanada, braucht man, denke ich, nicht drüber reden. Aber man sieht hier sehr stark, dass beispielsweise auch United Kingdom deutlich stärkeres Minus an Übernachtung in den Niederlanden vorzuweisen hat als Deutschland. Und als ihr nach die andere Kante kijkt, Niederlande und Deutschland, ist es verhaal eigentlich helemaal hetzelfde. Niederlande da der helemaal boven aan als belangrijkste Bronnenmarkt. Dus de meeste gasten zijn in 2020 uit Nederland gekomen. Naast Duitsers uiteraard. Dus Niederlande ook 2020 in Deutschland op de eerste plaats. En ja, die statistiek ziet eigenlijk fast gleich aus. Ook hier etwa die helft
weniger und auch da im Vergleich zu anderen Ländern. Die Minderung, ja, das weniger ist nicht so stark wie in anderen Ländern. Das, was sehen wir dort, es ist nicht gut, das ist deutlich, ja, Corona ist in erster Instanz natürlich nicht gut. Matti Seifers sein in Vergleichung mit anderen Ländern noch okay, um es mal so zu sagen. Was haben die Menschen nur getan? Ja, die Leute sind also gereist, wenn auch deutlich weniger. Aber was waren so Anreize für das Reisen? Also wie wurde gereist während des letzten Jahres, während Corona? Und da sehen wir, dass dieses ganze Thema näher ran, mehr raus in die Natur ein ganz, ganz großes Thema war. Ja, das hat auch was zu tun damit, dass natürlich viel geschlossen war, aber auch, dass wir da ein bisschen mehr Abstand halten können. Ja, durch Corona ein bisschen mehr Abstand, könnt ihr besser in die Natur dann eher ins Binnen tun. Das etwas echt hier stärkt, dass die Menschen echt eine weitere Wohnbilder haben und auch echt dicht dabei will bleiben, um mit der Wohnung auch ein bisschen gemackerlicher zu machen. Ein anderes Thema hierbei mehr Individualität, das minder mit Gruppe, minder in Treine, auf Fliegteure, mal echt mit dem eigenen Auto, auf misschien auch eure Fiets, auf E-Scooter. Die Individualität hat auch dazu geführt, dass die Menschen mehr Abstand hatten zu anderen, ja, individueller unterwegs waren, mehr selber entschieden haben, was ist jetzt gut für mich, was kann ich für mich auch akzeptieren, was passt gerade. Und ganz großes Thema natürlich Spontanität und Kurzfristigkeit. Ich glaube, fast jeder hat im letzten Jahr irgendeine Stornierung hinter sich von einer Unterkunft oder von einem Urlaubsplan. Das Menschen haben sehr spontan beslote, war soll ich Natur willen gehen. Und das hier gewohnt nicht weht, was ist der kommende Weg? Ja, mache ich da noch, mache ich nicht, hier weht es gewohnt nicht. Das hat hele kurze, ob kurze Termin und spontan, gibt noch ins deutlich gewohnt auf der Lobby, ja. Das ist das eine Verhaal. Ja, so, okay, hu sein Reisen nü anders. Mal es seien noch deutlich mehr Effekte, die auch deutlich roter seien, dann allein mal ja dicht dabei in mehr Natur. Und da hat es hier stark um digitale Effekte. Wir sehen durch Corona sehr viele Effekte auch in dem ganzen Thema Digitalisierung. Und das sicherlich auf dem deutschen Markt noch stärker als auf dem niederländischen Markt, weil Deutschland hier doch im Vergleich noch etwas hinterherhing an einigen Stellen. Also zum Teil haben wir uns da mehr den Niederländern jetzt auch angenähert. Das beginnt bei so etwas wie Online-Ticketing. Das Anne-Frank-Museum in Amsterdam, die haben schon seit Jahren, dass man ein Ticket kaufen muss. Ja, das, wir sehen hier auch sehr viele Dinge, die das Overtourism verhaal kommen, das zu viel Gäste, was nun auch in Corona hier rote Rolle heeft gespielt. Das Online-Ticketing auch vor Attraktions, vor Museas, im Prinzip auch vor Horeca-Gelegenheiten. Das Ticketing mit Zeitfenstern für Museen, Attraktionen nimmt gerade extrem zu, um einfach hier tatsächlich auch das ganze Thema Besucherlenkung auch zu machen. Ja? Wie viele Besucher sind gerade bei mir vor Ort? Und das hat natürlich etwas mit Corona zu tun. Es macht es aber auch für die Attraktion auch deutlich einfacher, zu wissen, wann kommen denn welche Besucher. Ja, man kann hier auch mit Preisen noch etwas spielen, also da auch noch ein bisschen sagen, zu dem Zeitpunkt ist es günstiger oder so. Das heißt, Corona gibt hier die Möglichkeit, Dinge anders zu machen und tatsächlich auch besser zu machen. Ja, das mit Tele-Visitor-Management soll durch Tele-Online-Ticketing auch echt besser haben wurde. Und dass die gewohnt mehr von zuvor weht, von wann er sein Hof hier hast, eigentlich hier, und dass es nicht gewohnt zu drück ist, und dass es auch ein gut Belebnis eigentlich ist, vor die Raster. Und das hilft natürlich auch hier viel zu tun mit Digital Payment. Ja, vor Corona konnte ihr bei der Bäckerei in Deutschland fast nicht mit den Card bezahlen. Das war gewohnt nicht möglich. Durch Corona gibt es jetzt auch in Deutschland so ziemlich überall die Möglichkeit, mit Karte zu bezahlen. Und das ist sicherlich nichts, was nach Corona einfach weg sein wird, sondern die Kunden nutzen das weiter.
Das bedeutet für euch natürlich auch, dass ihr auch schaut, auch im touristischen Sektor, dass genau das dann auch funktioniert, auch mit niederländischen Karten. Das ist der Telebetalingsverhalt. Soll auch mit Karte, auch von deutsche Karte bei Juli, Mute, Lücke, Sonderprobleme. Was der auch noch anders geworden ist, sind natürlich digitale Evenemente. Ja, wir sind nicht hier. Wir sind hier sehr mooi zusammen mit Euregio, mit Deutschen, mit Niederlanders. Ich denke nicht, dass Juli vor 3 Tagen ergens Natur sollte gekommen sein, aber so wirkt es nun. Maar die digitale evenemente heeft ook een heel groot belang voor het consumentenbelevenis. Digitale events spelen natuurlijk im B2B-bereich een grote rol. Dat zien we hier gerade. Maar ook op de consumentensector is dat een groot thema geweest. Ja? Schaut euch an, was Zoos momentan machen, an Videos, an Livestreams, am Mitnehmen der Kunden. Also durch das Geschlossensein von Attraktionen und Möglichkeiten von Tourismus sind auch neue Möglichkeiten entstanden, die sicherlich auch wieder nach Corona noch weiter genutzt werden. Das auch Tele-Livestream, Video-Verhalte etc. So sehe auch nach Corona vor Tele-Attraktion, Musea-Verhalte etc. Bleibe bis dahin auch in Kontakt haute von Akkommodasis, Medi-Raster. Und als wir über Akkommodasis haben, ja, sehr viele Menschen sind aktuell in das Homeoffice. Bei Juli in Niederland war es das auch lange gebräuchlich. In Deutschland haben sehr viele Menschen nu pass auch erste Erfahrungen damit gemacht. Und dann werden sie sehen, hey, das wirkt eigentlich redelijk gut, als die Kinder aufs Rohr sein. Also viele Menschen in Deutschland haben jetzt erst gemerkt, wie Homeoffice funktionieren kann. Und Homeoffice ist natürlich nur ein Teil von New Work. Aber was die Leute hier gelernt haben, ist, sie müssen nicht im Büro sitzen. Ja? Arbeiten funktioniert auch anders. Arbeitgeber haben mehr Vertrauen in ihre Arbeitnehmer und Nehmerinnen. Und das wird sich auch auf den touristischen Sektor ausweiten. Ja? Also dieses Thema Workation, Work, Vacation, das Zusammenspiel, dass Leute auch im Urlaub arbeiten werden, wird zunehmen. Also auch hier für eure Unterkünfte ein wichtiges Thema, da die Rahmenbedingungen zu schaffen. Dus als mensen weten dat ze niet op kantoor moeten zitten om te werken, maar ergens, waar ze willen, zal zeker ook voor het hele vakantie-accommodatieverhaal die randvoorwaarden anders moeten zijn. Dus dat je daar ook inderdaad kunt werken. En dat is natuurlijk het hele wifi-verhaal, maar ook dat je echt een bureau hebt waar je op kunt zitten en werken. In heel ander verhaal, die ja ook met corona nog duidelijker is geworden, is het hele klimaatverhaal. Ja? Uiteraard is natuurlijk gedurende corona hebben we echt actuele problemen met die we ons bezighouden. En daar is klimaat zo'n beetje achtergetrokken. Van ja, is ver weg. Maar het is wel ook het bewust geworden dat we gezamenlijk iets kunnen bewegen. En dat zal zeker voor het hele klimaatthema ook heel belangrijk zijn in de toekomst. Man had während corona gezien wat passiert, wenn die Leute niet met het Flugzeug reizen, wenn die Leute zu Hause blijven, ja, wie die CO2-Emissionen runtergehen. En man had durch corona ook gezien, wat die einzelnen Staaten gemeinsam bewegen kunnen. Klima, Klimakrise, Klimawandel, große Herausforderung natürlich. Und Corona hat gezeigt, dass es geht, dass wir alle gemeinsam Herausforderungen annehmen können. Also auch das ganze Klimathema wird noch eine deutlich größere Rolle spielen, auch basierend auf Corona. Ja, das heißt, es gibt Digitalisierung, Klima, also sehr viele kleine und große Veränderungen, die sich gezeigt haben, die einen direkten Einfluss auf den Tourismus haben und damit natürlich auch auf euch. Ob wir grenzüberschreitenden Tourismus haben, natürlich alle Veränderungen in der Tourisme haben auch Einfluss auf den grenzüberschreitenden Tourismus. Und als wir nun ein bisschen nach vorne kijken, was soll hier von bleiben, was soll anders dran worden, dann ist er deutlich, ja, okay, Corona, das soll nicht weg sein morgen. Ja, das soll dann noch ein Teil die Dürre. In Deutschland wird gerade viel diskutiert, wie lange die Impfungen dauern werden,
ob es vielleicht noch irgendwelche anderen Pandemien zukünftig geben wird. Corona ist also nicht weg. Ja, also das wird dieses Jahr auf jeden Fall noch andauern und auch danach wird sich der Tourismus nicht direkt auf das Niveau von vorher bewegen, sondern wir werden auch generell immer dieses Thema Pandemien etc. haben. Das offene Corona ist auf einen anderen Namen von der Pandemie, das soll wohl ein Thema bleiben, was der bleibt. Wir haben Globalisierung, wir haben hier neue Samenwerking über alle Kontinente. Und das ist dann auch in Gefolge erfahren. Das soll nicht weggehen. Das bedeutet wohl auch, dass die rote Veränderungen, die wir haben gesehen, mit dem hele digitale Verhalten, mit anderen Formen von Werken, mit irgendwelche anderen Formen von Reise, ja, das mehr individuell etc., das soll wohl bleiben bestehen. Also alles, was in Corona jetzt so auch ausprobiert wurde, ja, was wir machen mussten, weil es nicht anders ging mit Homeoffice etc., das wird natürlich nicht auf dem Niveau weiterbleiben, aber die Leute haben ausprobiert und haben gemerkt, hey, bestimmte Dinge funktionieren auch anders. Und das sind Dinge, die bleiben werden, weil einfach die Leute auch sagen, hey, der und der Aspekt war da eigentlich gut darin. Ja, den und den Aspekt möchte ich auch nach Corona auch beibehalten. Sei es in der Arbeitsweise, sei es auch im Leben, im Normalen, sei es auch beim Thema Reisen. Was dabei aber natürlich immer eine Rolle spielen wird, gerade jetzt in kurzfristig, kurze Termin, ist das ganze Thema Sicherheit. Und dann natürlich auch eine gefühlte Sicherheit zum Teil. Ja, also wir müssen über Abstandsregelungen, über Hygienekonzepte, über Zeitfenster reden. Es ist wichtig, um den Leuten wieder ein gutes Gefühl zu geben. Das wir haben Vertrauen nötig, um wer ja rachte Wille reise, man da ist echt die Feiligkeit auch nötig. Das hat Juli Meilade sehen als Rast, was Juli tun, welche Konzepte habe Juli mit Aufstand, mit Online-Ticketing. Das hoch sorge Juli hervor, dass ich echt feilig nach Jetu kann reisen. Die Information ist wel heel erg belangrijk. Das Vakanzi ist ein bisschen iets minder emotional geworden hierdurch, durch Corona. Und was der auch soll deutlich zunehmen, ist das hele Thema Dürsamheit. Das auch als Corona noch iets lager, iets verder weg ist, dann soll das auch hier viel stärker noch eins nach vorne kommen. Also auch das ganze Thema Nachhaltigkeit wird nach Corona noch mal deutlich zunehmen. Einfach weil wir wirklich gesehen haben, hey, wir haben ein Problem in dieser Welt. Und da ist das ganze Thema nachhaltig in allen seinen Belangen, spielt da auch eine wesentliche Rolle, um hier dagegen etwas zu tun. Das heißt, auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle für euch bei euren touristischen Angeboten. Das hilft euch der Rat natürlich, ob Influt, ob Juli Produkte, eben aus, dass auch die Raste ja deutlich spontaner und flexibler unterwegs sein. Das erzähle mehr auf kurze Termin buche, mehr auf kurze Termin beslisse, was die Menschen tun. Ob das soll es sein, was wir mehr sollen nehmen als Corona. Also auch nach Corona wird diese Spontanität bleiben, weil wir einfach schon so eine gewisse Angst quasi auch haben mit, ja, wenn wieder irgendwas passiert, wenn wieder neue Regelungen kommen. Also Flexibilität und Spontanität wird ein ganz, ganz großes Thema sein nach Corona. Was bedingt das für Juli? Ja, vor der Grenze übers Reiten verharrt. Das Schöne ist, dass viele von diesen ganzen Entwicklungen, die im Tourismus generell eine Rolle spielen, euch eigentlich absolut in die Karten spielen. Ja, die unterstützen genau, was ihr tut, was Gäste bei euch tun können. Das eigentlich ist das helemaal eine gute Basis, ein gutes Fundament für Juli. Und das also noch ins Kalke, was die Menschen tun bei Juli. Sie gehen nach Beute, sie tun hier viel Outdoor. Die meiste Overnachtungen sein vor beide Kanten, ob Camperplatz, sein Vakanzi-Wohnungen, Vakanzi-Häuschen, das auch hier hat individuelle Verhaal, viel zu wandern, das hilft allemal,
ist allemal gut, ja, ob es nun mit Corona, ob Sonder-Corona ist, das hat macht es gemakkeliger. Die Vakanzieform, was Niederlandes und Deutsches, die beide Lande tun, die passen hier gut in die aktuelle Zeit. Wir sehen, dass alles, was hier getan wird von Deutschen und Niederländern, eigentlich extrem gut passt, weil es sehr individuell ist. Ja? Die meisten Übernachtungen sind in Ferienwohnungen, auf dem Campingplatz. Das ist genau das, was die Menschen gerade wollen. Ja? Dieses nicht im Hotel mit Frühstück mit zig anderen Leuten, sondern wirklich dieses mehr individuelle raus in die Natur, wandern. Das heißt, alles, was ihr habt, spielt hier sehr, sehr gut mit rein. Problem soll sicherlich das ganze Thema Shopping etc. sein, weil Städte erst einmal diesen Eindruck haben von enger, mehr Menschen. Aber auch da ist einfach dieses mit, die Menschen wollen raus. Ja, sie wollen wieder was erleben und sie wollen nicht nur in der eigenen Stadt unterwegs sein. Das mit Shopping soll erst noch so ein Baby sein von, oh, zu drück, mal, dass er well, okay, schnell kommen, dass die Menschen wohnen sich. Ich will gewohne Beute, ich will nichts anderes haben. Das, was Juli alt macht, hat gemakkelijk in dich bei. Ist hier gut eigentlich. Und das ist auch vor Corona, ja, als wir über Spontanität, Flexibilität haben, über das Vertrauensthema. Da ist gewohne dit mit gemakkelijk in dich bei, helemaal perfekt. Also auch wenn das ganze Thema von Spontanität, Flexibilität macht es natürlich einfacher, wenn ich einfach nur ins Auto steige und mal kurz über die Grenze fahre, bevor ich irgendwie groß Reisepass beantragen, Flug buchen etc. Also gerade dieses Unkomplizierte im grenzüberschreitenden Tourismus ist extrem gut für alles, was nach Corona kommt. Ja, also sehr viele Touristen werden genau diese Art von Urlaub vorerst machen, diesen unkomplizierten. Und da ist auch dieses anders und doch Vertraute im ja, Nachbarland genau das, was wir wollen. Ja, also nicht zu kompliziert, nicht nach Frankreich, wenn ich da im Krankenhaus bin. Ich kann mich, ja, die verstehen mich nicht. Bei den Niederländern ist ein großes Vertrauen, dass die mich verstehen, gutes Gesundheitssystem etc. Das hele Vertrauensverhaal spielt auch hier in mit se begrijpen jullie alleen maar. Ja, het is in taal die, ja, wir können mit elkaar praten. Het is niet Frankrijk, wat moeilijker Sachen worden misschien. Das ook das gewoon, het is goed, het is gemakkelijk om naar jullie toe te komen. Naar jullie toe, naar ons toe. Dus wij hebben het vertrouwen naar elkaar. Dat betekent ook dat het hele, das ist gewoon een goede vakantie, in goede basis is. Dus het is actueel. Is het niet leuk? Dat is echt duidelijk. Ja? Omdat gewoon nog altijd heel veel onzeker is en alles. Maar ik denk dat Nederland heel, heel sterk zal profiteren van die actuele crisis. En dat heel veel Duitsers gewoon ook echt gewoon naar Nederland zullen gaan in plaats van verder weg. Dieses gegenseitig Profitieren wird in beide Richtungen funktionieren. Also dass die Deutschen tatsächlich stärker wieder in die Niederlande auch fahren, weil es dieses Unkomplizierte, dieses Nahe ist, diese klare Sprache. Und das gleiche auch andersrum, dass ihr als Niederländer zu uns nach Deutschland kommt und auch da einfach dieses Vertrauen da ist, diese gemeinsame Basis. Das, ich denke, es ist eine sehr gute Basis für die Zukunft. Aber auf dem Moment nicht gut, aber ich denke, dass Juli in der Tat echt solle profitieren von der Televerhaal, gewohnt von echt die Kennmerke, die grenzüberschreitenden Tourismus ausmachen zwischen Niederland und Deutschland, dass präzis diese Kennmerke sein gewünscht. Also alles das, was euch ausmacht, in diesem Zusammenspiel deutscher Niederlande, das ist genau das, was die Leute eigentlich aktuell wollen. Von da könnt ihr eigentlich nur profitieren, sobald das Reisen wieder geht. Das war ein kurzer Impuls, ein bisschen über grenzüberschreitenden Tourismus vor Corona, gedurende Corona, nach Corona. Also ein kurzer Vogelflug quasi in die verschiedenen Phasen vor Corona, während und nach Corona. Herzlichen Dank schon mal. Die Präsentation gibt es, wie gesagt, auch im Nachgang natürlich
zur Verfügung gestellt. Ja, danke Christine. Hartelijk dank. Ich weiß nicht, gibt es Fragen? Dann könnt ihr das Mikrofon aufmachen. Oder war alles deutlich, sowohl in Niederländisch als in Deutsch? Na gut, wie du das so mischt. So. Zijn er vragen aan Christine? Of aan Steffi of mij of aan een van de collega's? Grafschap Bentheim, Tourisme is aanwezig. Münsterland e.V. is aanwezig. Ik heb op jeden Fall sehr viele neue niederländische Wörter gelernt. Quarantäne. Wat was het nog? Infektionen hatte ich auch nachgeschaut und Ausgangssperre, also lauter Wörter, wo man denkt, eigentlich möchte ich diese Wörter nicht lernen. Nee, da klopt. Je hebt er goed, je hebt er goed van afgebracht, zeg maar, in beide talen. Misschien ja, ik weet niet, als er verder helemaal geen vragen zijn, dan was het denk ik heel duidelijk. Ik denk inderdaad, ja, goede kansen voor Oost-Nederland en Oost-Nederland, Münsterland en Graafschap Bentheim. Thema wandelen, fietsen, actief in de natuur, mountainbiken. Ja, toch minder druk als de Randstad over het Roergebied, denk ik. Ook onze steden zijn wel groot, maar toch weer klein. Als Münster en Osnabrück, Noordhoorn. Dus ik denk ja, dat de grote grenzen open gaan. Ik zet de joker zelf weer op voor een lijknaam. Donderdag 3 juni, dan meteen maar een lang weekend. Dat de Duitsers hartelijk welkom zijn in Nederland en andersom. Dan hopen we dat we dan toch weer ja, zonder reisbeperkingen, of in ieder geval met misschien het laten zien van een test of iets dergelijks, dat internationaal reizen toch weer op een of andere manier mogelijk is. En dan zetten we de andere jokers in voor de zomer en de herfst. Wil Steffi jij nog iets toe te voegen aan Duitse zijde? Er is nog één vraag, Edwin. Ja, één vraag. Ook gekomen van hoe is de actuele stand van zaken in Duitsland? Ist die Verwachtung, dass es in die Sommer wieder auf Rang kommt? Ich tue mal eben in Niederland, und dass ich denke, die Deutsche ist wieder hier gut, wo der aktuell sitzt. Er soll auf diesem Weg, wer ja, Gespräche durchgeführt wurde, aktuell sieht es so aus, dass in der Politik vielfach wird gesagt, wer muss alles wieder öffnen, hat muss wieder alles möglich sein. Maar die incidentie zei was die stijgen gewoon. En het is zo van, we willen allemaal, maar het gaat gewoon niet. Het kan niet. Dus ik denk, heel veel zal er echt van afhankelijk zijn van welke beslissingen actueel worden genomen. Dus krijgen ze echt die cijfers naar beneden. Verwachting is wel dat in die zomer, ja, als de mensen ook weer meer buiten zijn. En dat het dan weer iets gemakkelijker gaat worden. Maar ik denk, gemakkelijker, het zal niet zo gemakkelijk als afgelopen jaar zijn. Gewoon vanwege al die mutaties. Dat maakt het natuurlijk nog moeilijker, omdat daardoor gewoon die cijfers duidelijk sterker naar boven gaan. Dus ik denk dat dit jaar echt nog een moeilijk jaar is en dat we altijd een open sluiten zullen hebben. Also het wordt waarschijnlijk dieses jaar immer wieder hin en her gehen van aufmachen, zumachen. Sicher ook regionaal. Dass man auch schaut, hey, in dem Bundesland geht das und das, hier geht es nicht. Ich denke, dass auch da noch sehr viel ja, Unterschiede in Deutschland sicherlich auch stattfinden werden, was das Thema anbetrifft. Volgens mij komt Merkel vandaag met de deelstaatpräsidenten von mij samen. En, maar de verwachting is dan wel volgens mij dat minimaal half, tweede helft april eventueel wat mogelijk is. Maar tot half april denk ik sowieso niet. Dus Pasen en Oosten kunnen we wel vergeten, denk ik, internationaal. En de Nederlandse kant is in ieder geval sowieso al een reisverbod, zeg maar, tot 15 april. Daar is morgen weer een persconferentie. Also morgen is de, onze demissionair kabinet. We hadden ja vorige week hadden we wel. Also, daar werd juist onze nieuwe regering werd juist gevormd. Also, ja, müssen wir abwarten. Aber bisher ist es sowieso bis 15 April. Und ich glaube, in Deutschland ist auch schon mal so gedacht worden, dass 15 April bisher noch keine Reisen über die Grenze möglich sind, wenn es nicht unbedingt notwendig ist für Arbeit. Ostern ist ja so das, worüber viel diskutiert wird. Wird Ostern möglich sein? Ja, nein, alle hoffen drauf. Man weiß es gerade nicht. Nee, Anilis, dat is schon een beetje zo ja, uitgelekt. Ik weet niet wat het Duitse woord daarvoor is. Dat ook hier een lockdown nog weer weitergeführt wordt. Dus, geloof ik, half april worden eerst mal. Also, er waren ook Verlockerungen angekündigt. Maar ja, eigenlijk is jetzt schon gesagt worden, im Vorfeld voor die Pressekonferenz für morgen, dat es wenig Verleichterungen geben wird. Also, auch nicht die
wie heißt es, die Universitäten gehen auch nie wieder offen, das war jetzt auch mal angedacht. Die Sperre, Abendsperre ist noch immer da und bleibt auch noch mal. Also ja, wir sitzen noch an der falschen Strenge zu ziehen. Also zweite Hälfte April hoffentlich mehr und ja, wie gesagt, in New York auf Vorleitnahme Juni. Im Sommer erwarten wir wohl, dass Reisen wieder möglich ist, sowohl im Inland sowieso, denken wir, aber ich schätze auch wohl ein im Ausland. Denn die Inendigen gehen, denke ich, wohl nur schnell. In die Länder sind, glaube ich, jetzt 1 Million schon jetzt, wie heißt das, geimpft, ja. Und ich weiß nicht, wie schnell es in Deutschland geht, aber ihr habt natürlich einige mehr Einwohner, 82 Millionen. Mhm. Das dauert länger als 17 Millionen, also warten wir mal ab. Aber naja, wir haben gute Hoffnung, dass es ja, Juli, mhm. Herbst, wenn es natürlich nicht andere Varianten wieder auftauchen, dass es dann wieder losgehen kann. Mhm. Und dann sind die Deutschen wieder herzlich willkommen in den Niederlanden und wir hoffentlich wieder herzlich willkommen in Deutschland. Absolut. Und wenn wir das ein bisschen austauschen so miteinander, dann haben wir unsere Wirtschaft in beiden Ländern gut drauf und ja, wir können die Unterstützung auch gut gebrauchen. Ja. Hier kam auch die Frage, was der aktuell macht in Deutschland. Aktuell ist es so, dass Antraxis Museum sein geopend, mal allein mal, dass ihr echt von zuvor vorhin ein paar Teilstipp jetzt mit Bucke. Was der Welles touristische Overnachting sein noch altheit verboten, dass ihr macht well vor sakelig Overnachting in das Hotel, mal nicht vor touristisch. Das bedeutet auch, dass ihr auf sich nicht gewoon je familie, je gezin ergens kon bezoeken in op het hotelletje overnachten. Het hele horeca is nog gesloten, alleen maar met takeaway. Daar loopt wel redelijk veel, met name in de steden. Ja, dat zijn eigenlijk zo die grote dingen. De winkels zijn nu ook weer, sind nu met altijd click and meet. Dus ook daar doe je dat je voor een bepaald termijn tijdstip boekt om dan naar die winkel te gaan. En dan heb je daar een uurtje om in te gaan. Also hier kam gerade noch die Frage, wie das gerade in Deutschland so sitzt, aussieht. Ihr Deutschen wisst Bescheid, was gerade alles darf und was nicht. Sehr viel so halb geöffnet mit festen Zeitfenstern vorab, um das Ganze ein bisschen auch zu planen und auch das ganze Thema Kontaktverfolgung, also das. Es wäre belangrijk, dass overall dann auch die Adressgegevens von all die Mensen staan, um sie in het geval von Corona zu können kontaktieren. Ja, einiges ist bei uns, denke ich, gleich. Also, niederländische Seite sind einige Unterschiede, denke ich, bei uns die Übernachtungssachen wo geöffnet sind, dass man im Inland wo reisen darf, aber die Gastronomie nicht. Also, dann ist es auch wirklich, dass man den Frühstück für die Tür setzt. Solche Sachen, also da darf man wohnen im Land, darf man reisen. Aber ja, wird nicht viel gemacht natürlich, weil natürlich das ganze Gastronomie ist nicht geöffnet. Die Läden sind auch wohl geöffnet für Click und Collect. Also muss man auch, ich glaube, 4 Stunden im Vorfeld muss man buchen für eine halbe Stunde. Ich glaube, dass wir hier ungefähr pro Etage, abhängig von der, wie heißt das, der Flache, die man hat, aber Flache, das ist in Deutsch, den Raum, den man hat, also abhängig vom Raum, wie viele Leute da reinkommen können. Und ja, was hier auch viel ist, ist Click and Collect, wie auch in Deutschland. Und die Gastronomie ist auch dann auch, also Takeaway abholen und abrechnen, alles digital. Und dann, ja, das läuft alle in Niederlande. Aber wohl, Unterschied ist, denke ich, wirklich die, dass man in Deutschland auch als Tourist nicht übernachten darf in meinem Hotel. Das ist wirklich nur für sachlich Gebrauch ist. Ne? Mhm. Ja, Geschäftsreisen. Das ist eigentlich die größere. Ja, also einige Sachen sind gleich, einige Sachen sind unterschiedlich, aber ja. Das größte für uns natürlich, unser Thema ist, dass die Grenze für notwendige Reisen wohl geöffnet ist, aber für ja, wo unser Geschäft, Tourismus, Erholung, das ist natürlich immer noch eine Empfehlung, ne? Also es ist kein Verbot, aber eine Empfehlung. Also ich bin heute auch in Deutschland, aber werde auch meinen Tank, denke ich, nochmal wieder vollgreifen und vielleicht noch einen Bacardi Rum oder so mitnehmen aus Deutschland. Also einige Wirtschaftsförderung ist doch wohl da, aber ich habe dann auch so ein Schreiben als Grenzpendler. Also da komme ich noch heute wohl mit zurecht. Aber du bist doch nicht in den Niederlanden gewesen, ne Steffi? Nein. Ne, okay. Ja, wir haben auch nicht so viele Sachen, die billiger sind als bei euch. Also ja, der Grund ist auch nicht so groß. Ich weiß nicht, gibt es weitere Fragen, Christine? Ja, eine Frage haben wir noch vor Thema Dürsamkeit. Die Frage nach der Nachhaltigkeit, ob das wirklich so auch längerfristig ein Thema bleiben wird und was ihr dafür tun könnt.
Generell ist bei Nachhaltigkeit, es wird sehr schnell immer über die ökologische Nachhaltigkeit geredet, aber letztendlich geht es natürlich auch um die ökonomische, also die wirtschaftliche und auch die soziale Nachhaltigkeit. Ja, gerade im Tourismus, das ganze Personal spielt da auch eine Rolle. Also für mich ist Nachhaltigkeit wirklich etwas, was ihr tun müsst, um generell für die Zukunft ausgerichtet zu sein, damit ihr einfach langfristig wirklich existieren könnt. Und wir sehen, dass die Gäste immer mehr da auch nachschauen. Es ist schwierig zu sagen, hier nachhaltig, ja, weil da haben viele direkt so das Gefühl, Verbot. Es geht einfach mehr darum, es zu tun. Also weniger an allen Stellen immer alles drüber zu reden, sondern mehr es zu tun. Und sei es beim Frühstücksbuffet, dass nicht alles klein abgepackt ist, sondern auch da Dinge einfacher sind. Ja, die großen Seifenspender in Hotels, das ist jetzt schon seit Jahren ein Thema. Aber gerade auch in so Ferienwohnungen kann man da natürlich einiges machen. Das ist ein Fakt, die kleinen Dinge, die ihre Wohnung gewohnt tut. Das hat gerade nicht overrate Sache, oh, wir sind so super, weil du darin dat nü, yes, mache wohnen echt Dinge zu tun und umzusetzen. Ja, so als mit nicht alles aufzupacken und alles weit und weit. Auf ihre Wohnung zu sagen, hey, wir haben hier mit Openbauverfuhr, können ihr hier Natur kommen, auf wir halten hier auch von der Trainstation auf so. Das ist auch da, wo Möglichkeiten zu bieten, war Dinge müssen nicht so einfach sein. Ja, ich denke auch, dass wenn es wieder losgeht, dann geht auch jeder wieder los. Also dann ist, denke ich, auch Marketingbüros sind überfordert. Also ich gehe mal davon aus, sobald gesagt wird, ich darf wieder grenzüberschreitend reisen, dann ist natürlich jeder auch wieder dabei, um in die Presse zu kommen, um Angebote zu machen. Also was natürlich unsere Empfehlung an euch ist natürlich, um eure Informationen, eure Kommunikationskanäle natürlich auch jetzt schon ein bisschen in Bezug auf SEO-Landingspagina's, also de arrangementen van voor- en leidnaam, om die gewoon alvast klaar te zetten voor het geval dat. Want op het moment dat je nog beginnen moet, op het moment dat de reisbeperkingen eraf gaan, dan word je heel druk. Dus je kunt nu alvast, misschien met een risico dat het toch uiteindelijk niet gepubliceerd mag worden, maar zou je natuurlijk al wel alvast kunnen beginnen om je website in het Duits, en voor natuurlijk onze Duitse vrienden, die website in het Nederlands, in het Nederlands, schon voor te bereiden, om die landingspages te schrijven voor die taken dat we reizen kunnen wieder. Und im Marketing würde ich sagen, wird jeder versuchen, natürlich die Presse zu haben oder die Journalisten einzuladen, wenn sie wieder darf. Und da muss man, denke ich, wohl etwas Besonderes bieten. Also wie bei uns heißt Mann beit Hund statt Hund beit Mann. Also dass man wirklich etwas Besonderes anbietet, wo man sich unterscheidet von der Rest von allen Anbietern. Also da ist natürlich ein bisschen Kreativität geleistet, ein Stück Kreativität, die darin gilt. Natürlich iedereen straks weer graag de aandacht van de consument wil, dat je op dat moment ook een beetje in niche marketing gaat. Dat je echt gaat kijken van hoe kan ik met welke zoekwoorden. Hè? Daar hebben we straks natuurlijk om 2 uur straks ook nog en ik geloof om 3:30 de sessies met trenddata. Sanitair met privés. Privésanitair wordt bijvoorbeeld veel meer gezocht. Dus dat je echt alvast nu gaat kijken naar ook jullie boekingsmodules. Hè? Is die voor Duitsers toegankelijk? Kun je boeken? Kun je betalen? Kun je een Duits slot? Is het allemaal in het Duits goed voorhanden? Als je daar nu nog moet beginnen, zeg maar, dan heb je nu echt nog wel een weekje of 4, 6 om het voor te bereiden, met of zonder ondersteuning van een regio. Dus dat zal onze tips aan jullie zijn om in ieder geval richting op juni, juli, augustus, om wat arrangementen te maken die wellicht interessant zijn. Alvast te richten op de herfstvakantie misschien. De Duitsers hebben 2 weken herfstvakantie in verschillend per deelstaat. Dus de hele maand oktober is nog een mooie maand om extra bezoekers te kunnen genereren. Dus bereid je daar gewoon op voor. Kijk naar de Duitse feestdagen, wanneer die zijn. Er zijn er een aantal meer als in Nederland. Taak de Duitse Einheit. Zo zijn er wat meer dagen, zeg maar. Hopelijk voor een like-naam uiteraard. Donderdag 3 juni, dus dan is het vaak een lang weekend. Vaak aan de Nederlandse kant, dan horen wij de nieuwsberichten dat er een file is op de A3 van Oberhausen naar Arnhem. En veel ondernemers denken dan, oh shit, dat is waar ook. De Duitsers hebben een vrije dag, maken er een lang weekend van. Probeer je daarop op te richten en probeer daar je argumenten voor klaar te hebben voor een lang weekend. En de Duitsers zijn het denk ik ongeveer gelijk zo. Ja, maar die Nederlanders hebben leider weniger festdagen. Ja, ich bin da froh, dass ich in Deutschland arbeite. Hier kam auch noch eine Frage auf Juli, belangreiche Veränderungen in der Tele-Regelhäfing aktuell, ob in Zeit auf so können Obsätze. Das
dass es so ein bisschen versammelt ist mit allen Informationen. Wie ist Data Eats oder ist es gewohnt MBTC und DCT, war ja natürlich gut dran. Ja, wat we vaak doen is, als er ook een persconferentie is en er verandert iets maar qua internationaal reizen, dat we dan uiteraard een soort pop-up maken, zowel op onze websites, hè, daar is dan Holland Geheim Over de Grens, Holland Camping, Duitsland Campings. En de partners sturen we vaak ook die tekst naar even toe. Zo van, we hebben een bepaalde tekst al voor jullie gemaakt, die kunnen jullie ook op jullie website plaatsen. In het Duits is dat ongeveer gelijk. Also, wir, wenn eine Pressekonferenz in Nederland is, wo etwas sich ändert in Bezug auf grensüberschreitende Reisen, dann werden wir die Pop-ups auf unsere Websites werden wir natürlich so schnell wie möglich, also oft nächsten Tag ins Niederländisch schreiben, könnt ihr natürlich placken und knippen, wie heißt das? Also könnt ihr von der Webseite holen und auch kopieren. Und die Partner, die wir haben in unserem Projekt, die werden wir dann auch die Texte zukommen lassen, also dass sie auf dem gleichen Stand sind. Die Sites von der Euregio und DCT, MBTC, werden denk ich auch sehr schnell darauf hingewiesen werden. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, um da in die Nachbarlandssprache die Informationen zu holen. Und wenn da andere Bedarfe sind oder kleine Texte, könnt ihr die Dinge auch mal kurz auf uns zukommen lassen. Wenn es große Texte sind, dann haben wir natürlich unsere Dolmetscher, die wir auch zur Verfügung stellen können. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ja, wir hoffentlich sind wir immer innerhalb von 24 Stunden, von einem Arbeitstag, sind wir dabei, wenn es wieder am meiste Pressekonferenzen in Niederlande sind am Dienstag, Dienstagabend, so rund um 9 Uhr, auf 7 Uhr. Also dann werden wir den nächsten Tag, werden wir da die Texte vorhanden haben für euch. Gibt es da noch ins Deutsch etwas? Oder war Deutsch, glaube ich, oder? Es war ein Mischmasch. Ja, okay. Also einfach auf die Euregio-Websites schauen, da sind dann immer auch die aktuellen. Ja, oder das andere Holland oder Geheim Over de Grens oder Holland.com oder was ist in Deutschland, diese D heißt... Ja, DZT. Ja, die Seite heißt... Germany.travel. Ah ja, Germany.travel. Ja, ja, danke. Genau. Ja, wenn es weiter keine Fragen sind, dann habt ihr die Hausarbeiten für diese Woche. Habt ihr da also Nachbarlandssprache, Kommunikation, Covid-Maßnahmen, die ihr vor Ort habt, kommunizieren auf der Webseite und die Marketing schon mal ein bisschen im Eiskasten setzen. Und dann, sobald die Grenze offen geht und die Meldungen da sind, dann kann es uit de diefries ontdooid worden. En kunnen wir gemeinsam wieder Marketing betreiben. Und wenn ihr Fragen habt für euch selber als Betrieb, meldet uns bei euch oder bei unseren regionalen Partner in der Region. Nochmal Münsterland e.V., Grafschaft Bentheim, Osnabrücker Land und der niederländische Seite Marketing Oost, Achterhoek Toerisme, Rivierenland Toerismebureau. En toerisme vielen we aan hem Nimwegen. Keine letzte vragen of een drukker nog reingekomen, Christine? Nee. Dan dank ik dir voor deine zweisprachige Vortrag. Herzlichen Dank dafür. Im Nachgang werden wir die Präsentation auch teilen. Ich glaube, Christine hat Recording mitgelaufen lassen, nicht für diese, oder? Genau, das läuft immer noch, also alles okay. Im Nachgang und zusammen mit allen. Ja, du bist Donnerstag wieder an der Reihe, möchtest du ein bisschen Werbung machen für dein Seminar für Mittwoch? Genau, am Mittwoch geht es nochmal um Bewertungsplattformen, da wird es dann rein, jetzt soll dann helemaal in den Niederlanden fahren, Rebeure, Dormai. Mein Kollege, der Martin, wird dann die deutsche Seite übernehmen, also auf Deutsch erzählen, was die Niederländer so wollen und ich... gehe das Thema Beurteilungsplattformen für den deutschen Markt in den Niederlanden soll ich ran präsentieren. Ja, mochten jullie daar nog voor aan willen melden, de eventbereid is gesloten, maar als je Steffi of mij even een mailtje stuurt, of een van de collega's in de regio's, dan zullen wij de deelname links nog even via de mail naar jullie toe kunnen komen. Vanmiddag is dus nog trenddata, de dashboardanalyse voor de zoekopdrachten vanuit Duitsland en Nederland en andersom. En morgen zijn een aantal online marketingbureaus, persbureaus zitten morgen in de uitzending. Dat begint morgen ook vanaf 9:30. Dus kijk gewoon even op de site van Euregio wat er allemaal nog komen gaat de komende 2 dagen. Naast vandaag natuurlijk. En woensdag hebben we inderdaad toerisme zoekomst nog met beoordelingsplatforms, reviewplatforms. Hebben we roundtable gesprekken, dus dan ontmoet je in een kleinere setting, maximaal 8 tot... Tot 10 deelnemers uit beide landen die over een bepaald thema, met een bepaalde sector, dan kunnen jullie eigen vragen kunnen jullie inbrengen. En we sluiten woensdag om 4 uur af met Anouk Ellen Suzanne, die iets ingaat over cultuurverschillen en hoe je daar qua marketing mee om kunt gaan. En het eindigt met een prachtig Nederlands-Duits gedicht, kan ik alvast verklappen. Maar
Dat zal Anouk allemaal, allemaal doen. Ik weet niet of je nog de Duitse koers wil samenvatten, Steffi? Ja, also das Programm ist euch bestimmt allen bekannt. Wer sich noch nicht angemeldet hat für einzelne Vorträge oder Seminare, der kann das noch tun. Einfach eine Mail schicken an mich oder an Edwin. Wir schicken euch einen Teilnahmelink. Die offizielle Anmeldung ist zwar abgeschlossen, aber wir sind da ja recht unkompliziert und informell. Von daher einfach melden und ja, viel Spaß im weiteren Programm. Und vielen lieben Dank an Christine für den Vortrag, für die Beantwortung der Fragen. Und allen einen schönen weiteren Tag. Danke. Ja, Christine, alle Danke in de chat kun je ook tot je nehmen. De applausjes die digitaal komen. Ja. Vielen Dank, bleibt alle gesund und auf, dass wir bald wieder Präsenz auch miteinander uns sehen können. Ja, dass wir uns live mal treffen können, wieder absolut. Irgendwo in einer Kneipe oder im Biergarten oder wo auch immer. Mhm. Okay, herzlichen Dank alle. Und, danke für die Wahl. Schöne Arbeitswoche und bis hoffentlich bald live. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.